Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Heute befinden wir uns wieder im schönen Tamriel. Und ja, in der letzten Folge hat man uns gesagt, wir sollten mit Königin Iron sprechen. Ehrlich gesagt ist das alles schon ein bisschen her und ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Aber wir werden auf jeden Fall mit ihr sprechen, weil sie steht nämlich da hinten, hinter mir. Und ja, wir laufen einfach mal hin. Alle sind sie hier versammelt. Ja, daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Auriel gewährt mir Kraft. Hoffentlich seid ihr diejenige, von der Indania gesprochen hat. Wahrscheinlich schon. Ich bin hier, um zu helfen. In Acht sei Dank. Die Armee hier ist größer, als wir gedacht hatten. Verdammte Tore. Verdammte Verderbnis. Ich sollte dort drin sein, nicht Indania. Er sagte, ihr wärt in der Lage, hindurch zu gelangen. Helft ihm. Haltet Nämon auf. Ja, Indania sorgt sich, dass der Schatten von Nämon hier sein könnte. Er hat sich nicht geirrt. Das Schleiererbe hat den Leichnam meines Bruders einer unnatürlichen Wiederbelebung unterzogen. Sie haben ihn zu einem Lich gemacht. Er hat den Stab des Magnus und er benutzt ihn, um den nekromantischen Schutzzauber von Hektahem entgegenzuwirken und eine Armee von Untoten zu erwecken. Wie schlimm ist es? Sehr. Laut Indania birgt Hektahem das Herz von Valenwald. Er glaubt, dass Nämon es verdirbt und dass diese Verderbnis alle Soldaten, die wir entsenden, der Wildheit anheimfallen lässt. Indania weiß mehr. Er wartet auf euch am Tor. Ich werde ihn finden. Indania glaubt, dass er unverletzt eindringen kann. Und ihr auch. Ich bete, dass er recht hat. Was könnt ihr mir über Hektahem erzählen? Wir haben nur ein begrenztes Verständnis der Geschichte. Eine gewisse Zeit nach dem Verschwinden der Aileiden versuchte ein Nekromant oder eine Gruppe von Nekromanten, eine Armee von Untoten zu erheben. Schutzzauber gegen Nekromantie wurden gewirkt, doch jetzt unterdrückt Nämon sie. Wie macht er das? Ich glaube nicht, dass er selbst als Lich mächtig genug wäre, um die uralten Schutzzauber zu stören. Elendari glaubt, dass es der Stab des Magnus ist. Wir müssen den Stab bergen und ihn für das Altmeri-Dominion sichern. Könnt ihr mir mehr über den Stab des Magnus erzählen? Einige sagen, er gehörte einst Magnus, dem Gott der Magie selbst. Laut manchen ist er ein Geschenk, laut anderen Diebesgut. Und wieder andere meinen, er wäre eine Prüfung. Er schwächt Magie und es scheint, als ob Nämon ihn einsetzt, um die Schutzzauber zu unterdrücken. Ihr erwähntet das Herz von Valenwald? Ich verstehe nicht viel davon, doch die Bosmer haben es mir als Zentrum von Grünschatten beschrieben. Wenn wir zulassen, dass Nämon es verdirbt, dann wird der Wald sterben. Die Bosmer hier würden ihre Heimat verlieren und müssten fliehen. Das wollen wir natürlich nicht. Komm mit, Basti. Wir gehen Richtung Tor, beziehungsweise Richtung... ich habe den Namen wieder vergessen. Indania, genau. So. Ich bin erleichtert, dass ihr hier seid, meine Freundin. So schrecklich meine Ängste auch gewesen sein mögen, sie verblassen im Vergleich zur Wirklichkeit. Wenn der Schatten von Nämon das Herz von Valenwald verdirbt, dann wird das Reich, welches er Schattenwald nennt, diesen bald verschlingen. Aber wie halten wir ihn dann auf? Es wird nicht leicht werden. Die Verzauberungen, die das Böse einst im Zaum hielten, sind nun verdorben. Es ähnelt der Fäule, die wir im Verandpfuhl gesehen haben. Nur ist es hier viel stärker. Jeder Soldat, der hineinging, wurde wild. Selbst wir beide wären nicht immun dagegen. Wie kommen wir dann hinein? Es ist riskant. Aber um die Dunkelheit zu besiegen, müssen wir uns ihr womöglich erst hingeben. Das Grün ist verdorben und ich glaube, ich kann meine Verbindung zu ihm nutzen, um uns ins Reich des Schattenwalds vorstoßen zu lassen. Vermutlich können wir in jenem Reich der Fäule entgehen. Klingt etwas skurril. Ein Versuch ist es wert. Tun wir es. Lasst uns hoffen, dass das funktioniert. Ach, ich vertraue dir da. Gut, in Ordnung. Okay. Da. Wir sind wieder im Schattenwald und er ist genauso verdorben wie zuvor. Aber wir sollten die Fäule überwinden können und all die wilden Wächter, die unseren Weg versperren. Sobald wir dort hineingelangen, müssen wir uns in Richtung Grotte begeben, denn dort befindet sich das Herz. Dann meint ihr, dass es sicher ist, hineinzugehen? Es gibt nur einen Weg, um es herauszufinden, nicht wahr?
Falls wir wild werden, dann war es das. Falls nicht, werden wir wohl auf etwas Widerstand stoßen. Im Schattenwald herrscht andernorts kein Mangel an verderbten Geistern. Hier wird es sich wahrscheinlich genauso verhalten. Irgendwie dieser Satz, wenn wir wild werden. Ich muss da die ganze Zeit an Lost Ark denken, weil die ganzen Dorfbewohner alle wild geworden sind. In Ordnung, dann lasst uns gehen. Das ist halt der ganz große Nachteil, wenn man mehrere Sachen auf einmal spielt, beziehungsweise also parallel zueinander, sozusagen. Ihr seid alle böse. Okay. Nee, das sind nur die Kobolde. Das andere sind die... Okay. Der Tag wird unser sein. Er hat so viele verwandelt. Wir müssen ihn aufhalten. Können wir uns an dir vorbeischmuggeln, damit es ein bisschen schneller geht? Das ist gut, aber ich glaube, den letzten, da können wir uns nicht dran vorbeischmuggeln. Ne? Nicht. So überragend ihr auch sein mögt. Ich fürchte, wir könnten hier im Reich des Stofflichen nicht bestehen. Hallo, geht noch? Ich bin ja wohl die Heldin schlechthin hier. Ich habe schon mit diversen Chars komplett Tamriel... mit zwei Chars. Der dritte hat das letzte DLC und das letzte Kapitel nicht mehr gemacht. Aber ansonsten habe ich schon mit diversen Chars ganz Tamriel hier mehrfach gerettet, ja? Also... Ich bin die Heldin schlechthin. So, wo sind wir denn hier? Das sieht mir jetzt wieder ganz kompliziert. Ach, das war das. Ich erinnere mich vage. Und ich weiß, es hat mich genervt. Ich wusste, dass wir nicht so viel Glück haben werden. Mhm. Der Schatten hat den Weg versperrt. Mal sehen. Diese Podeste sehen aus, als wären sie noch aktiv. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Das ist schön. Das ist der Eingang zum Walenherz. Wie es scheint, hat der Schatten von Nämon dafür gesorgt, dass seine Arbeit nicht gestört wird. Dies ist eine alte aileidische Barriere. Wir müssen die Podeste aktivieren, um sie zu überwinden. Wie aktivieren wir die Podeste? Wir brauchen die Schlüsselsteine. Welkensteine nehme ich an. Und der Schatten hat sie wahrscheinlich überall in den Ästen von Hektarhem verstreut. Aber da ist noch mehr. Ich werde diese Podeste untersuchen müssen, um herauszufinden, wie man die Tür öffnet. Ich kann die Schlüsselsteine holen, während ihr die Podeste untersucht. Gut mitgedacht. Je schneller wir das schaffen, desto besser. Sobald ihr einen der Schlüsselsteine findet, solltet ihr ihn erst hierher bringen, ehe ihr nach den anderen sucht. Das wird mir helfen, dieses Rätsel rascher zu lösen. Gut mitgedacht, das hat er jetzt aber nett gesagt. Ich meine, immerhin können ja auch die Leute, die dafür zuständig sind, rohe Gewalt anzuwenden, können ja schließlich auch Köpfchen haben. Das ist ja nicht unbedingt abwegig. So, hier mache ich jetzt aber mal eben... Achso, doch, jetzt sei das drin, ich wollte gerade sagen. Doch, wir müssen noch geradeaus... Sehr schön, wenn er auch das macht, was ich drücke. Drück, mein Kind. Drück. Was wollt ihr? Ich will gar nichts. Ich will durch. So, komm. Oh, stopp. Was wollt ihr? Oh, muss ich das denn immer wiederholen, was ich will? Wo muss man jetzt hin? Dahin? Guten Tag, ich nehme dann mal die Abkürzung. Ich hab sie lieber alle auf einmal, aber die kommen nicht. Oh, Basti, einmal bin ich darauf angewiesen, dass du die mir nicht abnimmst und dann nimmst du mir die ab, oder was? Komm, hallo. Na komm. Ich will dich nur bedienen, mach hinne. Ich werde doch gar nicht angegriffen. Was soll denn der Quatsch jetzt hier schon wieder? Hallo? Warum kann ich nichts machen? Bergt und platziert die Schlüsselsteine.
Stehe ich auf dem Schlauch? Nein. Er zeigt mir den Schlüsselstein an, aber ich darf ihn nicht benutzen. Warum nicht? Weil mal wieder alles verbuggt ist bei Teso heute. Oh, ich krieg wirklich die Krise. Da macht man einmal, geht man ins Spiel rein, möchte was aufnehmen und schon ist es wieder mal verbuggt. Oh. Nun? Nun laufe ich in die falsche Richtung. Also ich schätze, ich muss mich wahrscheinlich mal wieder aus- und einloggen, so wie es aussieht, weil es hilft nichts. Normalerweise müsste ich jetzt hier E drücken können und das Ding mitnehmen, aber es hilft nicht. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Muss ich die alle umlegen? Nee, ne? Ich muss die Zweige absuchen und die Tür von Wallenhand zu öffnen. Jedes Mal, wenn ich einen Schlüsselstein berge, muss ich den auf den Podest. Das ist klar, ich muss die erstmal bei ihnen zurückbringen, das ist okay. Aber da steht nicht, dass ich die jetzt alle hier umbringen muss. Deswegen, ich werde mich nochmal komplett ausloggen und wieder einloggen und hoffen, dass die Quest dann endlich wieder funktioniert. Ich vermute, das hat irgendwas mit Ebenen. Nein. Den Bug hatte ich auch schon mal. Ich warne euch, Sterbliche. Der Nämon, dem ihr zuvor gegenüberstandet, wurde von Angst und Sterblichkeit gefesselt. Diese Einschränkungen habe ich nicht mehr. Okay. Also, da hätte ich natürlich auch früher drauf kommen können. Wir hatten das mal. Ich glaube aber über Alpha-Wölfin. Dass wir das auch schon mal hatten, dass man das Ganze nicht vernünftig anvisieren konnte. Weil normalerweise steht man davor. Drückt E und damit hat sich die Sache. Da musste man auch einen mini kleinen Punkt anvisieren, damit man überhaupt weiterkam. Was damals nicht so einfach war. Ich denke, dass wir das Problem auch in diesem Let's Play noch kriegen werden, weil wir da nämlich noch nicht gewesen sind. Das ist nämlich die Sache mit der Zuflucht. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das hier mit dem Char noch gar nicht gemacht auf dem Bären selber. Also auf diesem nicht Account, auf diesem Channel. So, was ist... Da muss ich das hinmachen. Muss ich mit dir nochmal reden, ja. Die Welkünd-Steine sind der einzige Weg, um die Barriere zu durchbrechen und das Walenherz zu betreten. Der Schatten hat mich aus dem Schattenwald gezogen. Ich bringe euch wieder hinein. Mach mal. Stimmt, die Farben sehen sehr viel schöner aus jetzt. Jetzt. Na gut. Da müssen wir hier hochlaufen, ne? Um da hinzukommen. Ich bin nur gerade ein bisschen irritiert. Ist das nicht die Tür gewesen, von der aus wir reingekommen sind, wo wir dann als letztes hin müssen? Mal sehen. Es wäre schön, wenn du es öffnest. So. Kobolde. Natürlich sind es wieder Kobolde. Wieso hatte ich jetzt im Kopf, dass es verfluchte Kobolde sind? Das sind natürlich verdorbene Kobolde. Vor euch. Nein, das weiß ich, Basti. Aber sag es doch nicht alle 5 Minuten. Da hättest du jetzt gerne mal die Akku nehmen dürfen, bevor er mich betäubt hat. Aber nein. Der Tag ist unser. Das ist toll, ja. Wir müssen einmal darum. Ich hätte euch eigentlich auch mitziehen können bis zum Ende. Warum reagiert die Maus eigentlich im Moment so schnell? Hilfe! Nee, da muss ich nicht rum. Das bin ich so überhaupt nicht gewohnt, dass sie so schnell... Also, dass sie schnell reagiert schon. Aber nicht, dass sie so schnell reagiert. Das ist irgendwie gerade ein bisschen... Hallo? Los geht's! Los geht's, sie sind alle da. Nee, noch nicht alle. Der Kobold fehlt immer. Und ein anderer Zweigling fehlt natürlich. Ja, hau doch ab, du räudiger Zweig, du. Hier, da sieht man es schön. Man kann jetzt überall hinzielen und das Ding nehmen. Ihr werft euer Leben vergeblich weg. Das Herz ist schon verdorben. Daran könnt ihr jetzt nichts mehr ändern. Und genau so sollte das eigentlich auch... Du hast mich gar nicht gesehen, ne?
Dann mache ich bis darum. So sollte das nämlich eigentlich auch in dem anderen Teil sein. Das wollte ich gesagt haben. Ich bin gerade ein bisschen irritiert hier, wo ich entlang muss. Obwohl es eigentlich einfach ist, aber... Ich muss dazu sagen, meine Tochter ist krank. Mich hat sie auch schon angesteckt. Ich werde wahrscheinlich die nächsten Tage komplett flach liegen, gehe ich mal stark von aus. Da darf ich so ein bisschen... Nein, natürlich nicht. Ich darf hier nicht durch. Komm. Stand doch gerade da. Hallo. Ah. Nein, du darfst gerne aufrecht stehen bleiben. Ach so, stimmt. Der Schatten zieht mich ja immer wieder raus. So. Immer wieder falle ich darauf rein. Immer wieder bin ich für eine halbe Sekunde am Schwimmen. Bleib doch mal stehen. Die Welkünsteine sind der einzige Weg, um die Barriere zu durchbrechen und das Walenherz zu betreten. Der Schatten hat mich wieder aus dem Schattenwald gezogen. Schaffen wir euch wieder hinein. Okay. So, und jetzt bin ich nämlich etwas irritiert, weil... Nee, das ist da. Was hat mir das denn eben anders angezeigt? Keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall hier. Dann sieht das auf jeden Fall logisch aus. So. Ach, ich glaube aber, ich weiß, warum das jetzt wieder so schnell ist mit der Maus. Ich habe doch den PC neu aufgesetzt und seitdem habe ich, glaube ich, noch kein Teso aufgenommen, noch keine Folge. Also nicht PC neu aufgesetzt, sondern einen komplett neuen PC geholt. Das kann tatsächlich daran liegen. Würde mich jetzt nicht wundern, dass sie die Einstellung auch rausgeschmissen hat. Das erklärt dann so einiges. Muss mir hier eine Mitte runter? Ja. Guten Tag. Guten Tag und auf Wiedersehen. Es ist hier so dunkel und auch gar nicht schön. Genau, du gib mir mal was Stahl zu essen und ich bekämpfe in der Zeit. Boah, das geht ja gar nicht. Die dreht sich so schnell, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Hilfe! Ah! Ach komm. Boah. Die Entscheidung ist gefallen. So, na schön. Kommt und spürt meinen Angriff. Was ist jetzt los? Hallo? Dann werdet ihr sterben. Was war das denn gerade für eine Aktion hier? So. Die jetzt auch noch? Nee, lass mich in Ruhe. Ich will nur wieder zurück. Mehr will ich nicht. So. Und wenn das so viele sind, sollte ich hin und wieder mal tatsächlich, na komm, mich heilen, das wollte ich sagen. Oh, jetzt hauen sie alle ab. Ich muss mich doch an euch jetzt wieder heilen. Ihr könnt doch nicht alle abhauen. So. Das war's. Seid ihr verletzt? Jetzt ja. Wieso sagst du, dass es das war? Und das war es gar nicht. So, und jetzt nervt mich nicht. Ich muss weiter. Ich habe keine Zeit. Ich muss irgendwas machen. Ich muss Nemon besiegen. Genau, das ist ja eigentlich unser Ziel. So. Ich habe den letzten. Gut, das sollte funktionieren. Ne? Hallo Basti. Ich wollte jetzt nicht in die Ego-Perspektive gehen. Beeilung. Wir müssen das Herz retten. Ist ja gut. Also ich habe hier die ganze Arbeit gemacht und bin hier hin und her gelaufen. Ja, du nicht. So. Wir sind aber nicht mehr in der Schattenwelt. Das ist hier hoffentlich klar. Sehr schön. Gut.
Möchtest du vorher noch was sagen? Du möchtest nicht, so wie es aussieht. Okay. Das Mädlein meiner Schwester kommt schon wieder. Iron wird noch früh genug das bekommen, was sie verdient. Oh, mach weiter, komm. Eure Sache ist hoffnungslos und ihr seid unterlegen. Warum sterbt ihr nicht einfach? Warum stirbst du nicht einfach? Du kriegst so viel Schaden rein? Normalerweise müsstest du schon längst liegen. Oh. Gut, ich bin Templer, so viel Schaden teile ich jetzt nicht mehr aus. Ich wollte nur mal wissen, ob ich mich mir hinsetzen kann. Okay, ich kann es auf jeden Fall. Da hinten ist er. Oh nu. Unglaublich. Solch eine furchtbare Macht habe ich noch nie gesehen. Aber ihr seid nicht zusammengezuckt. Ich hab's ja auch schon ein paar Mal gemacht. Der Schatten ist weg, aber seine Verderbnis verweilt. Seht euch das Herz an. Es quillt über vor Verderbnis und verbreitet die Dunkelheit in ganz Walenwald. Kann man es irgendwie heilen? Ich weiß es nicht, aber ich muss etwas ausprobieren. Wie ich schon erwähnte, vielleicht kann man die Dunkelheit nur besiegen, indem man sich ihr hingibt. Ich glaube, es könnte mir gelingen, die Verderbnis aus dem Herzen auf mich selbst zu übertragen. Aber was wird da mit euch geschehen? Das wird mein Ende sein, nehme ich an. Aber der Verlust eines einzigen Lebens, um ganz Walenwald zu retten, mir bleibt keine Wahl. Ihr werdet euch selbst opfern? Mach das nicht! Ifre, sei mit mir. Ich hoffe, das klappt. Mach das nicht! Du bist zu jung zum Sterben. Es funktioniert. Nur noch ein bisschen. Bei den acht in Dänien. Nein. Was ist hier geschehen? Er hat sich geopfert. Warum? Jetzt kann ich mit ihm reden. Indenia ist tot. Das ist ja nur einer seiner bosmerischen Kniffe. Muss es sein. Nein, er ist wirklich tot. Dunkle Monde. Verflucht sei Indenia für seine Sterblichkeit. Und verflucht seien wir, dass wir so langsam waren, nachdem wir sahen, dass sich die Verderbnis zurückzieht. Indenia hat sich selbst geopfert, um die Verderbnis zu beseitigen. So sind die Bosmer. Es reicht nicht, dass er uns alle rettet. Er muss uns auch noch mit dem Edelmut seines Opfers verhöhnen. Schrecklich. Dieser Verlust schmerzt uns mehr als die meisten anderen. Doch es sieht ganz so aus, als ob der tote Prinz wieder tot wäre. Nemon ist besiegt und Walenwald wieder sicher. In der Tat. Königin Eiren sollte informiert werden. Sie hat euch diese Mission anvertraut. Es wäre also am besten, wenn ihr... Halt! Habt ihr das auch gespürt? Was gespürt? Seht nur, in Dänien. Vielleicht solltet ihr ein paar Schritte zurücktreten, Mähne. Ich auch. Das war ein Herz. Es hat in Dänien gerettet. Ihn gerettet? Kariel? Der Walenwald hat ihn zurückgebracht. Nach Ifres Willen. Was ist geschehen? In Dänien, ihr seid... Ifre hat euch auserwählt. Ihr seid der Silvenar. Verbeugen wir uns doch auch mal. Kann es wahr sein? Ich? Der Silvenar? Ja. Was ist geschehen? Ich bin hinabgefallen. Hinab in den Tod. Und das Grün griff nach mir, hob mich auf... Und stellte mich auf die Füße. Und hier bin ich wieder, quicklebendig. Wie fühlt ihr euch? Unglaublich, unbeschreiblich, verwandelt. Ich habe meine Erschaffung und mein Ende gesehen. Und ich bin von Ehrfurcht ergriffen. Die Leute hier nennen euch den Silvenar? Als der letzte Silvenar starb, hätte ich nie gedacht, dass ich zum nächsten auserkoren werden würde. Doch wenn das Volk es von mir wünscht, werde ich diese Rolle annehmen. Ich werde Ra's informieren. Bestimmt ist er inzwischen in der Grotte bei den Dämmerranken.
Ja, und auch Königin Eiren muss informiert werden. Das mache ich. Ja, ich bin schneller. Ich informiere sie. Er trottet ja nur so daher. Basti, komm mit. Wir müssen schneller sein und Königin Eiren informieren. Optionale Schritte. Sprecht mit Rasumdar. Wo ist der denn? Da. Eras, wir haben es geschafft. Ist es wahr, ja, wovon Gariel spricht? In Denir ist wieder auferstanden? Ja, es ist wahr. Ras hatte andere Dinge im Auge, sonst wäre es ihm nicht entgangen. Mhm. Und Nämon, Ras geht davon aus, dass er tot ist. Wieder mal. Ja, ist er. Königin Eiren hat schon entschieden, dass wir Pelidil und dem Erbe die Schuld an diesem Verrat geben. Doch Ras weiß, dass sie ihren Bruder geliebt hat. Auf ihre eigene, hochelfische, adlige und gefühlsmäßig völlig verkümmerte Art und Weise. Bringt es ihr bei. Aber bitte sanft. Das werde ich. So, sie ist draußen. Auf ihre eigene Art und Weise. Ah ja, er ist auch draußen. Sehr gut. Bleib stehen, ich muss noch mit dir sprechen. Na, der will nicht mit mir reden. Bleib stehen. Jetzt, komm. Wirklich eine beeindruckende Sache. In Denir ist das Silvenar. Ah, wie konnte das diesem nur entgehen? Ich dachte, er wäre nur ein weiterer verrückter Bosmer. Schließlich spricht er mit Fackelkäfern, heilt den Wald und sieht unsichtbare Zweiglinge. Und jetzt stellt sich heraus, dass ich der Verrückte und in Denir die ganze Zeit über der Silvenar war. Ja, was heißt das für in Denir? Ich wollte gerade sagen, für den Indianer. Abgesehen von einer Wiederbelebung genau zur rechten Zeit. Eine Hochzeit natürlich. Er wird Yay. Mit der grünen Dame vermählt werden. Und gemeinsam werden sie als Anführer des Dominions an der Seite von Königin Eiren und mir Valenwald repräsentieren. Ich verstehe. Wobei es ja irgendwie auch eine ganz perverse Situation ist, ne? Ich meine, wenn man sich so gar nicht leiden kann oder so, wird man einfach miteinander verheiratet. Muss dann ein ganzes Volk repräsentieren. Ey, in welcher Zeit leben wir hier bitte? Aber egal, wir sprechen erstmal mit Eiren. Meine Soldaten erwachen aus ihrem wilden Zustand. Ich kann nur annehmen, dass sich die Verderbnis zurückgezogen hat und dass Nämon wieder ruht. Ja, Nämon hat endlich Frieden gefunden. Gut, die Begräbnisriten und Ehrungen können wie geplant weitergeführt werden. Mein Bruder war eine Figur im Spiel des Schleiererbes, versteht ihr? Die Misshandlungen seines königlichen Leibes machen diesen Verrat nur umso schlimmer. Was ist nun also mit dem Stab des Magnus? Hier ist er. Vielen Dank. Ich werde persönlich für seine sichere Verwahrung sorgen. Eine Sache noch. In Denir ist der Silvenar. Der Silvenar? Bei den Acht. Mäne Akuserie, ist das wahr? Wenn ja, dann ändert das eine ganze Menge. Sein Geist hatte die sterbliche Welt verlassen. Der Valenwald hat ihn wiederhergestellt. In Denir? Die Mähne spricht die Wahrheit, Königin Eiren. Kariel selbst sagte, dass Üffre ihn auserwählt hat. Dieser stimmt zu. Dann erhebt euch in Denir. Ich bin es, die die Ehre hat, sich vor euch zu verbeugen. Königin Eiren, ich bitte euch, ich... Völker des Altmeri-Dominions, ich präsentiere euch euren neuen Silvenar. Wie sich einfach alle so vor ihm verneigen und mein Hund einfach so, puff, dann lege ich mich einfach hin. So. Wir haben heute einen notwendigen Sieg für das Dominion errungen und dafür müssen wir euch danken. Und was nun? Ich werde selbst dafür sorgen, dass der Stab des Magnus sicher verwahrt wird. Was euch angeht, so haben die Bosmer nun ihren Silvenar. Da es jetzt sowohl einen Silvenar als auch eine grüne Dame gibt, ist es an der Zeit, dass aus Zweien eins wird. Geht nach Wellenhafen in Malabaltor und wir treffen unsere Vorbereitungen. Okay, wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen, reden kann ich heute auch nicht mehr. Und wir haben eine zweihändige Axt vom Bienenhüter erhalten. Die grüne Dame ist in Malabaltor, aber uns haben Gerüchte von Rotwardonen-Angriffen erreicht. Es ist entscheidend, dass die grüne Dame beschützt wird, damit sie und der Silvenar vereint werden können.
Wo ist die grüne Dame genau? In Vellynhafen an der Brecherküste. Es ist ein kleines, beschauliches Städtchen, der ideale Ort für eine Heirat. Geht dorthin und setzt die Einheimischen über die bevorstehende Trauung in Kenntnis. Ich werde bald nachkommen, um der grünen Dame ihren Silvenar zu bringen. Ich werde baldmöglichst nach Vellynhafen gehen. Ja, und wir haben wieder ein Level-Up. Könnt ihr mich hier vielleicht einfach mal durchlassen? Das wäre sehr nett. Ich wollte doch einfach nur so ein kleines Close-Up nochmal machen und mich nochmal eben von euch verabschieden. Aber irgendwie wollten wir das jetzt gerade nicht. Na gut. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir in der nächsten Folge in Malabaltor sind. Ich wollte gerade schon Grünschatten sagen. Ich bin hier gerade... Ich sage, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Das scheint aber einem Virus geschuldet zu sein, weil wenn ich den schon intus habe, dann kann ich es nämlich verstehen. Es ist ein ganz toller Virus, der gerade umgeht bei den ganzen Schulkindern, der eigentlich schon fast ausgemerzt war, aber irgendwie jetzt wieder zurückgekommen ist die letzten 2 Jahre. Ja, shit happens. Was soll man machen? Deswegen am besten jetzt so viel wie möglich aufnehmen, bevor ich es nächste Woche dann nicht mehr kann. Sollte vielleicht doch mal irgendwas ausfallen, dann wisst ihr Bescheid, dann muss ich halt leider einmal pausieren mit meinen Folgen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache mich jetzt mehr oder weniger auf den Weg nach, was habe ich gesagt, Malabaltor. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.